Also das war ein richtig cooler Abend gestern mit Shisha und Reggae-Live-Musik und Bierchen am Strand. Mega. Ich glaube, so stellt man sich Bali auch irgendwie vor. Und jetzt ist schon der nächste Tag und ich warte auf meinen Shuttle, der mich zum Boot bringt. Der Shuttlefahrer weiß noch nicht, dass ich so viel Zeug mit mir rumschleppe. Ich hoffe, das gibt keine Probleme, auch auf dem Boot nicht. Also ein bisschen Vertrauen gehört zu der ganzen Sache irgendwie schon dazu. Meine ganzen Rucksäcke werden ja einfach einmal abgenommen und in das Auto und das Board in das Auto und ich in das andere Auto. Aber alles ist da, perfekt. Und ja, ich glaube um 11 geht das Board, also 20 Minuten jetzt noch hier ausfahren. Und die Fahrt dauert so 30 Minuten, das ist ein Speedboot. Und da vorne steht es auch schon. Das ist das gute Boot. Hier steht das ganze Zeug, mein Rucksack. Surfbrett. Alles gut. Einen Kilometer mit dem ganzen Gepäck gelatscht. Oh. Und dann hatten die erst meine Buchung nicht. Und jetzt haben sie es aber doch gefunden. Halleluja. Und das ist jetzt mein Raum. Privacy. Welcome back. Hier ist auf jeden Fall schwer Baustelle. Aber ist mir fast egal, wenn es eine Dusche hat. Und es sieht so aus. Schauen wir doch mal. Ja. Okay, also Fakt ist, ich muss einfach Ballast abwerfen. Ich muss Gepäck hier lassen. Es muss einfach jetzt gehen. Ich weiß, ich brauche noch einmal warme Sachen für Südafrika. Und ansonsten brauche ich einfach nur wenig Klamotten. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht echt sich langsam für das Surfboard meldet, dann schenke ich das einfach an irgendeinen Local hier. Der freut sich wahrscheinlich die Beine aus. Solange ich das nicht mehr schleppen muss, das macht alles einfach viel komplizierter. So, tauchen auch alles klar soweit. Morgen um 8 Uhr, zwei Tauchgänge. Einmal Manta Bay und einmal noch irgendein anderer. Und ja, ganz witzig, die Jungs auf jeden Fall. Schon alle Sachen anprobiert und ja, muss eigentlich nur noch morgen erscheinen. Das wird, glaube ich, ganz cool, freue ich mich drauf. Ich habe jetzt mal einen Stopp im Bali Eco Deli eingelegt und habe mir einen mega geilen Salat bestellt und hier ist alles ohne Plastik und ohne Strohhalme und ein Smoothie und super chillig hier. Sehr cool. Ich glaube, da gehe ich morgen zum Frühstück auch noch mal hin. Ich muss mal rausfinden, weil die aufmachen morgens. Und draußen ist irgendwie Baustelle gerade. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich nämlich mal wieder Spenden bekommen habe. Die wollte ich dann noch mal kurz erwähnen. Und zwar hat mir die Familie Ostus gespendet. Und die hatten nämlich auch den Vogel erkannt im Abel Tasman und mir den Link geschickt und haben gesagt, das ist ein ganz seltener Vogel. Ich glaube, es war leider nicht dieser Vogel, Familie Ostus, und ich damit nicht reich werden kann. Und deswegen haben sie mir eine Spende geschickt für meine Reisekasse. So nett, danke Thomas und Steffi, vielen Dank, vielen Dank. Mit der Kohle kann ich hier allerdings
zwei Tage überleben. Das ist richtig krass. Also herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr guckt weiter fleißig zu und schöne Grüße nach daheim. Und dann habe ich noch eine Spende von Hoppy und Ulla bekommen, die gerade, als sie mir gespendet haben, einige Videos hintereinander geschaut haben. Quasi einen Fernsehtag gemacht. Ihr schreibt, es macht total Laune zuzuschauen. Das freut mich total, ihr beiden. Das finde ich richtig cool. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure erneute Spende. Ihr habt mir ja schon mal gespendet. Kann ich sehr gut gebrauchen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, auch euch geht's gut daheim und Grüße gehen natürlich auch an euch beiden raus. Und dann habe ich noch eine Spende von der lieben Franziska bekommen. Franziska, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer du bist. Das finde ich ziemlich cool. Wäre cool, wenn du mir mal irgendwie schreibst über Facebook oder über Instagram oder E-Mail oder sonst was oder kommentierst unter dem Video. Da würde ich mich sehr freuen. Mensch, vielen Dank, dass dir das Tongariro Crossing Video so gut gefallen hat. Du schreibst, dass du da auf jeden Fall mal hin musst. Und ich muss sagen, da musst du auf jeden Fall auch hin. Das war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und wie gesagt, der Aufstieg war wirklich gar nicht so schwer. Das kann man auf jeden Fall schaffen. Du schickst mir eine Spende für die Weiterreise. Richtig cool. Ich bin jetzt schon in Bali. Also ich bin schon weitergereist. Herzlichen Dank, unbekannterweise. Klär das doch mal auf, ob wir uns nicht doch irgendwo herkennen. Und vielen Dank. Und vielleicht hast du Bock weiter zu gucken. Da würde ich mich am meisten drüber freuen. Mein Plan ist jetzt, hier meine Sachen ein bisschen zu sortieren. Ich würde echt aussortieren. Das muss also mindestens alles irgendwie 2 Kilo leichter werden. Und leider hat es gerade angefangen zu regnen. Deswegen meine Strandpläne klappen leider heute nicht. Ich will aber heute Abend noch in so eine Strandbar. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Und dann nehme ich euch dann natürlich später wieder mit hin. Ich habe ein bisschen aussortiert. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal 1 Kilo. Ja, ich bin immer noch sehr schlecht im Wegschmeißen. Ich glaube einfach auch, dass ich die warmen Sachen nochmal gebrauchen kann. Ansonsten war ich noch auf Wäschemission. Ich habe meine Wäsche abgegeben. Die kann ich morgen wieder abholen. Und auf Wassermission. Wasser habe ich jetzt auch. Auch für morgen, für den Tauchtrip. Jetzt ist es so 5:30 und ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg in die Strandbar, um vielleicht noch den Sonnenuntergang zu sehen, wobei es ziemlich bewölkt ist. Mal gucken, ob das spektakulär wird. Okay, das ist ziemlich cool hier. Leider ist es schon total am Gewitter. Nein, deswegen gehe ich, glaube ich, da vorne unter das Dach. Das war richtig cool. Jetzt wird es am Ende auf jeden Fall kalt. Das erste Mal. Deswegen bin ich jetzt auch zurück und ich muss ja morgen früh raus. Ja, deswegen würde ich sagen, was ist von heute? Der Sonnenuntergang war nicht ganz so spektakulär. Ich werde wahrscheinlich da nochmal hingehen morgen Abend oder irgendwo anders einen coolen Sonnenuntergang hier auf Bali sehen. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen beim Tauchen wieder.